Dani und vom Team Royal. Heute sind wir auf dem Hamburger Hafen Geburtstag und wir wollen mal so schauen, was hier heute so geht. Kreuzfahrtschiffe konnten wir von hier jetzt so nur auf der Fahrt einer AIDA schon mal entdecken. Ja, und wir nehmen euch ein bisschen mit auf den Hafen Geburtstag. Allen Bereichen. Da sollte keiner verhungern oder verdursten. Und das Wetter passt heute auch. Super schön. Da hinten sehen wir dann das Theater vom König der Löwen. Und Mary Poppins. Und Mary Poppins. Genau, das ist auch noch drüben. Karibik-Feeling in Hamburg gibt es dann auch. Hier so eine schöne kleine Cocktailbar. Das sieht doch ganz lecker aus. Da kriegt man doch gleich Durst auf was Leckeres. Das Wetter, naja, ich habe es ja gerade schon gesagt, eigentlich ganz gut, aber immer wieder auch mal so ein bisschen bewölkt. Also noch nicht ganz so für die Cocktails vom heißen Strand. Aber wir wollen ja mal nicht meckern, denn es ist schön trocken und die Sonne kommt auch immer wieder raus. Alles gut. Gerne mag. Also wir selber haben das noch nie gemacht, aber wer es toll findet, also hier kann man es sogar auf einem Schiff machen. Also, ist vielleicht auch mal was für diejenigen, die sowas sowieso gerne mögen. Die Deutschland, vielen wahrscheinlich bekannt noch als ehemaliges Traumschiff aus der gleichnamigen ZDF-Reihe. Ja, und da gehen wir jetzt mal schauen, was wir von der so sehen können und ob
jeden Fall haben wir jetzt endlich hier auch mal direkt ein Kreuzfahrtschiff liegen, wenn auch nur ein recht kleines. Wenn auch etwas weiter weg. Drüben liegt gleich noch eine AIDA, mal gucken, wie wir da noch rankommen. Und dann haben wir zumindest auch noch mal Kreuzfahrtschiffe gesehen. Kreuzfahrtschiffe besichtigen, denn da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man ein Schiff einfach mal so über Tag besichtigen kann. Wir sind zum Beispiel im Juni nochmal hier und besichtigen auch AIDA-Schiffe. Und wenn ihr dann hier parken wollt, weil das ist ja doch ein ganzes Stück zu laufen, dann kann man sagen, dass die Parkgebühren ganz okay sind. Für den Tageshöchstsatz zahlt man hier 10 Euro. Und wenn ihr dann wirklich mal hier irgendwo so eine Schiffsbesichtigung gebucht habt, könnt ihr hier wirklich gut parken. Und ich denke, das ist nämlich preislich völlig in Ordnung. Eine wirklich gute Sicht haben wir jetzt hier nicht drauf, weil natürlich das Gebäude mit davor ist, aber da liegt jetzt auch noch die AIDA Sol. Ja, damit haben wir jetzt das dritte Kreuzfahrtschiff hier gesehen, die hier jetzt noch am nächsten, wenn auch nicht, wie gesagt, wirklich, kein wirklich guter Blick auf das Schiff, aber immerhin. Und hier ist die Sicht jetzt doch noch wesentlich besser, es geht dann ein paar Stufen hoch und dann hat man hier eine relativ gute Sicht, auch auf das ganze Schiff. Und da das jetzt nicht so ein ganz großes ist, kriegen wir das auch ganz gut ganz drauf für euch. Thank you.
der Wahl hier also vor. Thank you.